Gibt deine Dorfbewohner einen freien Tag? Was? Never. Plane weniger als 45... Was? Weniger als 45 Stunden pro Woche der Arbeiten? Wo kommen wir denn da hin? Da bricht doch die ganze Wirtschaft zusammen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play of Life and Land. Wir sind im Montag des Jahres 1 um 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens. Der neue Tag beginnt, die Leute werden von der Sonne geküsst und wachen langsam auf, werden langsam aktiv und begeben sich jetzt auf die Suche nach Ressourcen und erfüllen die Aufgaben, die ich ihnen gestellt habe. Wie es scheint hier, diese Hütte funktioniert man frei, das heißt, er kann direkt von hier nach da durchgehen und direkt das Holz rausziehen. Das heißt, die direkt anzusetzen ist eine super Idee gewesen, das habe ich richtig gemacht. Und dann hat man gerade gesehen, er hat hier das Feuerholz gemacht, ist hier rüber, hat Zeug geholt, wieder zurück. Perfekt. Das heißt, da gibt es jetzt keine wirkliche feste Beschränkung, wo er da lang gehen kann. Vermutlich müsste er ansonsten wirklich hier raus, rum und so weiter. Das heißt, das ist schon mal super gut. Nun denn, aber vermutlich auch nur, weil der Forstplatz da auch einen Ausgang hat. Das ist vermutlich der Grund, warum das eben so klappt. Gut. Da werden jetzt die Bäume gebaut. Die Fischerhütte. Nee, der Forstplatz ist jetzt auch ready. Und kann hier anfangen zu arbeiten. Dem geben wir logischerweise direkt erstmal die Aufgabe, dass sie sich verbessern soll. Die Fischerhütte selber, die ist noch nicht fertig, aber die wird wahrscheinlich erst nächstes gemacht. Und was wir auch brauchen, ist logischerweise jetzt ein Feuerplatz noch für die Gemeinschaft, damit die Leute sich dorthin hocken können und Spaß haben. So. Und den würde ich sagen, stellen wir dann am besten hier in die Wand rein. Ja, ne? So, guck mal. Das ist ja wieder für gemacht. Zack. Der Dorfplatz ist gegründet, meine Damen und Herren. Wir haben eine Siedlung, eine ordentliche Siedlung. Wir haben Futter, wir haben Holz, wir haben Baumaterial. Die Leute sind happy. Die Petra hat sich inzwischen erholt von ihrem unfreiwilligen Campingausflug in die Wildnis. Das heißt, es geht allen super. Was mich interessieren würde, ist die Tatsache. Übrigens schön ist hier, die Häuser, die du baust, haben offenbar andere Bautypen, wenn du die baust. Ich weiß nicht, ob man das noch rotieren kann irgendwie. Ne, das war das Falsche. Da. Wie konnte man den Bautyp mit Shift? Ne. Rechtsklick? Ne. Das ist ja auch eine ganz normale Strohhütte. Wie habe ich den... Oder ändert er sich random beim Platzieren? Ich glaube, der änderte sich random beim Platzieren, ne? Wir können ja mal die Hilfe zu Dings bauen. Ah! Tab! Mit Tab kann man visuelle Alternativen hinstellen, um das Ganze entsprechend schöner zu machen. Okay. Also es gibt diese zwei Typen und die sind aber die ändern sich auch selbstständig. Also wenn du einen platzierst, dann macht er danach die Alternative, um halt von Hause aus schon die nichts kriegen. Der hat jetzt keine Alternative. Die meisten Sachen haben jetzt keine Alternative, die jetzt, ne, das auch nicht hier. Aber zum Beispiel die Häuser oder Sachen, die du sehr häufig platzierst, die haben dann entsprechend leicht veränderte Alternativen dazu. Ne? Das passt eigentlich ganz cool. So. Der Dorfplatz braucht jetzt noch was? Noch Bäume. Aber aktuell hängen wir hier mit den Ästen fest. Auch Äste bitte nach oben. Und Blätter darfst du auch sammeln. Für später schon mal. Wenn Zeit ist. Er geht sich kurz waschen, ne? Er geht einfach nur spazieren. Außerdem, das, was ich gesehen habe, ist, selbst beim Schlafen leveln die hier ihren XP. Das heißt, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind... Ah, okay. Gut auf. Das erst, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, dann wird er 100% erreichen. Also erst mit den Tüchern wird er sich dann wirklich wohlfühlen und dann kann die Siedlung auf Stufe 2 aufsteigen. Dessen sind jetzt alle bei 80%. Das ist das Maximum. Okay. Gut. So. Okay, die Äste ist unterwegs und macht ihr Zeug. Die werden ein bisschen langsamer in den... Im Wasser. So,
So, habe ich jetzt noch eine Übersicht, wie jetzt... Okay, wir haben noch 3 Arbeitslose. Und die restlichen sind gut ausgelastet. Okay. Was mich noch wundert ist, oder was ich mich frage ist, wenn hier die Leute pimpern und Kinder machen, wohnen die Kinder erstmal hier, bis sie ausgewachsen sind, oder werden die direkt obdachlos? Das ist, bei manchen Spielen ist es halt so, da hast du halt eben nur 2 Slots und dann werden die Kinder geboren und quasi direkt auf die Straße geworfen, was halt eher unrealistisch ist und irgendwie die Immersion stört. Ich hoffe also inständig, dass hier das so geregelt ist, dass die Kinder hier wohnen können, bis halt eben sie ausgewachsen sind und dann müssen sie raus. Mit 18, ne, Tür auf, Tritt in den Rücken und der Ankerplatz ist fertig, nice. So, und der kann jetzt fischen oder Fische füttern. Okay, und wir haben gerade nichts zum Füttern über, das heißt, das schalten wir mal aus. Aber wir können jetzt fischen, dann macht der Fleisch. Okay. Wir könnten jetzt eine Diskussion lostreten, dass Fisch ja nicht Fleisch ist, aber lassen wir das. Okay. Damit sind fast alle Gebäude fertig, bis auf die Baustelle hier. So, die Verbesserung hier. Ja. Ich habe aktuell kein Holz zu verschwenden. Hier sind die Verbesserungen bereits drin, jawohl. Hast du bei der Verbesserung? Er hat... No, du hast gar keine. Warum nicht? Gut. Oh, der braucht Bretter. Oh, das ist blöd. Oh, doch, der macht ja Bretter. Ha, nice. Okay. Nee, macht er nicht. Doch, macht er. Er kann Bretter sägen. Wenn er Holz hat. Alles klar. So, die haben die Verbesserung. 2 von 4, genau. Hier bräuchten wir dann was, das hier. Das sind die groben Tücher. Dann können die mehr Sachen tragen. Statt 4 dann 6. Oh. Und Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht. Wir haben Steine über. Los. Komm mal rein da. Zack. Geht es hier auch? Ja. Okay. Dann haut man da den Bums rein. Wir haben, wenn wir eins da haben, sind es Steine. So, du hast ja auch bereits beide Verbesserungen drin, ne? 2 von 4, genau. Das ist also 2 von 2. 3 von 4. 3 von 4. 3 von 4. Los, wieso ist das Lager raus? Bist du doof? Da habe ich jetzt nicht geklickt. So, hier wäre das Gras für das Haustier. Habe ich inzwischen Gras da? Inzwischen hätte ich Gras über, oder? Machen wir erstmal die Haustier-Dinger überall. Dann dürfen die Haustiere haben. Ob das was bringt, weiß ich gar nicht, aber mal gucken. Wir brauchen ja nur das Gras zum Bauen der Strohhütten. Jetzt, wo die gebaut sind, können wir das Gras ein bisschen rausballern. So. Okay. So, du hast 3 von 4. Und du hast... Mehr Lagerkapazität. Passives Füttern, das ist gut. Ja, nice. Oh. Und er kann maximal 2 haben, okay. Aber das Passivfüttern finde ich sogar besser als das, die Futtereffizienz. Ne? Oder? Wird er das Futter dann automatisch raussauen, oder? Ich würde jetzt vermuten, dass der quasi dann kein Futter verbraucht. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Wir gucken erstmal. So. Da fällt mir doch was auf. Haben wir nicht irgendwelche Charts von wegen Fraktionsübersicht? Nee. Zählung, das sind die Tiere. Wo ist mein Fleisch? Ach hier, Futter.
Okay. Na, wir haben einmal zum Start des Spiels haben wir einmal Fleisch bekommen. Das ist auch alle. Wo ist es hin? Achso. Das ist jetzt hier drin, oder? Ah, genau. Es wurde das gegrillte Fleisch. Okay. Hole Brot, hole Früchte. Jawohl. Das passt. Oh, Verbesserung. Ah, hier gibt es eine Verbesserung. Wir können 8 auswählen. Okay, ich habe keine Tonwaren. Ich habe keinen Bronzeschmuck. Ich habe keine... Okay. 19 zur Auswahl. 8 kann ich wählen. Okay, Gesamtholzverbrauch, Steinblöcke. 100. Okay. Ja, wir sollen die Lagerkapazitäten holen wir erstmal rein, oder? Bam. So. Das ist ja ein No-Brainer. Gesamtholzverbrauch reduziert, jawohl. Bücher können wir noch nicht machen. Okay. So kann man die wieder abschalten, das geht ja. Das kann man dann anpassen. So, das heißt, wir haben jetzt also genug Fleisch und Futter für alle da. Das sieht gut aus. Das nächste wäre jetzt also grobe Tücher. Das Problem dabei ist jetzt allerdings, wir haben keine freien Mitarbeiter mehr. Wir müssen also gucken, wo jetzt eventuell Leute nichts mehr zu tun haben. Und dann Tücher. Die Tücher machen wir vermutlich dann aus Gras auch. Okay. Aktuell wollen sie alle Tücher, um auf Stufe 2 aufsteigen zu können. Mathilda 15, 24, 19, Lukas der Älteste mit 27. Also alle doch recht jung noch. Okay. Der erste Winter wird vermutlich richtig heftig werden. Errungenschaften, okay. Ja, das sind auch die Steam-Erfolge dann. Missionen und Gebäude. Gemeinde zum Handel. Oh boy. Baue ein großes Badehaus. Baue eine Kathedrale. Okay. Dieses Game 62 Erfolge gibt es, die man abholen kann. Überlebe 100 Jahre. Gib deine Dorfbewohner einen freien Tag. Was? Never. Plane weniger als 45... Was? Weniger als 45 Stunden pro Woche der Arbeiten? Wo kommen wir denn da hin? Da bricht doch die ganze Wirtschaft zusammen. Das geht doch nicht. Die Leute sind einfach nur verwöhnt. Die wollen gar nicht mehr 50 Stunden am Tag arbeiten. In der Woche arbeiten. Nächste wollen sie auch noch Krankenversicherung oder was? Junge. Nee. Okay. Babyboomer, bekomme dein 100. Kind. Kinder vor nicht. Das erste Kind. Ich habe noch kein Kind bekommen. Also, meine Leute nicht. Wir sind da noch weit entfernt. Wir werden also vermutlich dann mal einen der Forstplätze dann ersetzen müssen durch die andere Geschichte hier. Durch. Die Steinmühle wäre auch wichtig. Und eigentlich brauchen wir den Backofen ja auch für Brot, ne? Kann der hier Brot machen? Vermutlich nicht, ne? Ne, der kann nur Brot holen. Wir können kein Brot machen. Wir können mal Fleisch grillen, wir haben nur kein Fleisch mehr. Und kein Feuerholz mehr. Oh. Und wir können Tellergerichte Oh, das ist gute Nahrung. Mit Brot und Fleisch. Okay. Wir haben gar keine Pilze, keine exotischen Früchte, keine Milchprodukte. Ah, okay. Gut, der sollte jetzt hier Fleisch machen, der Kollege. Der hat Fleisch, guck mal. Der hat Fleisch gemacht. Nice, wir bekommen Fleisch. Sehr schön. Verbesserungen laufen noch. Wir warten noch auf das Holz, aber das passive Füttern ist bereits eingeschaltet. Sehr schön. Na, das sieht doch schon mal alles gut aus. Wie sieht es hier aus, die Verbesserungen? Die warten alle noch. Okay, erst Verdacht. Wir springen ein bisschen in den Morgen über. 5 ist übrigens 10-fach Speed. 5 ist schon... Was ist denn dann? Okay.
9 wäre 300-fach. Cool. Morgen. Psst. So, die Leute sind frisch aufgestanden, sind frisch aufgewacht und alles, was ihnen jetzt noch zu ihrem Glück fehlt, wäre Kleidung. So. Und wir können ja, glaube ich, mal die Petra. Obwohl, ja. Die Holzfäller brauchen wir auf jeden Fall noch. Die Petra brauchen wir auch aktuell noch. Ja. Hast du hier auch die Upgrades drin? Ja. Können wir jemanden Wasser holen schicken? Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. So. Die Sammlerhütten sind, glaube ich. Obwohl, die Sammlerhütten brauchen wir auch, ne? Da gibt es noch genug zu machen. Wir brauchen aber trotzdem die... Wir brauchen die Backstube. Wir brauchen die... Wir kommen da nicht mehr rum. Wir brauchen definitiv noch mehr Zeug. Na los. Bauen wir es mal. Wir brauchen den rudimentären Schneidertisch. So. Wir brauchen den Backofen. Den können wir hier mit hinstellen tatsächlich. Und wir brauchen die Mühle. So. Da kommen wir nicht drum rum. Da müssen wir ran. So, die Verbesserungen sind in Arbeit. Daran arbeiten wir schon. Ja, das bräuchte dann die groben Tücher. Ja, der Rest ist noch... Da müssen wir noch warten. Okay. Uns fehlt es. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen tatsächlich mehr Leute. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das mache. Weil vermehren wollen die sich irgendwie nicht. Gebäude. Wir müssen dann echt Leuten... Und wir können die Sammelhütte, können wir hier die Sammelhütte reduzieren. Zack. Nehmen wir hier einen raus. F. Gebäude. Hier hat keine Leute. Da sind 2 von 3. Das sind Wohnhäuser. 1 von 2 am Segelplatz. Feuerstelle. Machen wir auch mal einen runter. Vincent, du musst mal hier raus. Und dann werden wir vermutlich die Petra auch mal kurz temporär entlassen und andere Sachen machen lassen. Da müssen wir ein paar Leute rotieren jetzt gerade. Das geht halt nicht anders. Damit wir alle Sachen... Und du bist hier... Guck mal. Ja, pass auf, Petra, pass auf. Du wirst jetzt gefeuert. Mach bitte mal was anderes. Wir brauchen aktuell keinen Stein mehr. Wir haben noch genug Steine da. Wenn es nicht reicht, kommen wir dann mal wieder. Aktuell muss es eben reichen. So. Dann aber dann hoffentlich dann auch endlich vernünftig Brot da. Fleisch haben wir da. Wir sammeln Früchte und Rinden und Wurzeln und alles. Das wird ein Fest, wird das hier. Und dann können die mal loslegen und mal ein bisschen bimsen und neue Kinder machen. Nicht? Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen Arbeitskraft. Obwohl die Frage vermutlich ist, ob das mit Bimsen noch funktioniert hier, weil bei der Geschwindigkeit, wie wir simulieren, wird es eine ganze Weile dauern, bis da wirklich was passiert. Wenn das in Realzeit abläuft, also, ne? Da brauchst du ja fast ein Jahr, bis du ein Kind da hast und dann hast du mal 10 Jahre, bis das Kind ready ist. Das heißt, vermutlich ist der Nachwuchs aktuell nicht die sinnvollste Variante, sondern die Immigration. Wir müssten Leute anlocken und sagen, hey, guck mal, Leute, wir können hier oben leben und wir sterben tatsächlich nicht. Ist das nicht toll? Das wäre vermutlich der Sinn der Sache. Aber wie wir das machen, weiß ich tatsächlich aktuell noch nicht. Wir machen erstmal die Questreihe mit den Tüchern weiter und gucken dann mal. So. Ich brauche noch mehr Holzstämme. Ah ja, die sammeln wieder Äste. Stämme. Bäume. Wie ist mit ihm? Ja, er ist auch schon bereit und sammelt die Bäume. Es liegt also gerade an den Forst. Wie gut, dass ich ein zweites Forsthaus gebaut habe. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Ich hatte ja schon mal drüber nachgedacht, aber dachte mir, vielleicht doch Overkill, vielleicht brauchst du es hier dann doch nicht. Man weiß ja immer nicht. Hätte ich machen sollen. Was ich mal kurz gucken muss, ist, ob ich nicht eventuell gerade Probleme habe mit der Festplatte, aber ich habe in den letzten Tagen sehr viel aufgenommen.
Aber da ist noch Platz. Noch Platz? Ah, da ist noch Platz. Ja, ja, das passt. Okay. Alles gut. Aufnahme kann weiterlaufen. So. Er hat noch rohes Fleisch am Start. Ja. Wir haben gestern 16 hergestellt oder so. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das wird hier gebraten direkt. Das gegrillte Fleisch selbst, da ist jetzt 20 haben wir da und das wird tatsächlich auch mehr. Und wir haben jetzt einen Haufen Lagerplatz. Das wird gut. Das wird gut, wird das, Kinders. 3 von 2 Zutaten verfügbar für das Tellergericht. Oh, super. Das heißt, die können jetzt richtig, richtig, richtig reinballern. Haben jetzt hier Freude, sind glücklich, sind happy. Wir bauen die geilste Siedlung ever. Alle super happy, guck mal. Alle super happy. Super gesund, super happy. Arbeitslos, aber Spaß dabei. Hey, das kenne ich irgendwoher. So, die Handdrehmühle ist fertig. Der kann jetzt Getreide mahlen. Nachts zahlen, ne? Ich glaube, wir warten mal erst mit den... Wir warten mit dem Lagerplatz erstmal tatsächlich, weil das Mehl geht dann da rein, wird dann verarbeitet. Das reicht erstmal. Und dann geht's hier rein in das Lager. Und dann lassen wir die ganze Wirtschaft erstmal wieder erholen und kommen wieder zur Ruhe. Und dann gucken wir, was wir wirklich brauchen. Und vor allem, wo wir Wasser herkriegen. Gibt es einen Brunnen oder sowas, was ich bauen kann? Pflanzen, das sind Weizenfelder, Kakteen, Busche, Gras. Oh, ich kann die Grasflächen sogar anpflanzen. Oh. Das ist, wenn ich was kaputt mache. Und ich kann Bäume anpflanzen. Oh. Also ich kann, im Grunde kann ich tatsächlich, egal wo ich will. Oh. Das ist wiederum sehr interessant. Das ist gut zu wissen. Okay. Das Problem ist, ich müsste halt eben rausfinden, wo dann wirklich ein guter Platz ist zum Bauen. Da fehlt mir jetzt ein bisschen Information hier, wo die Plätze wirklich gut sind. Ja, da ist ja schon Natur. Also ich könnte eigentlich hier hinten, wenn ich das wollte, könnte ich jetzt so quasi ein komplettes... Okay, also wenn wir drüber nachdenken, können wir eventuell dann hier das Forsthaus wegnehmen und durch eine Siedlung ersetzen und später dann, okay, auch komplett dann umbauen. Aktuell hat man dafür keine Zeit, wir mussten uns erstmal an die Gegebenheiten anpassen. Wir könnten dem hier noch ein paar Bäume in der Nähe pflanzen, aber ich glaube, der hat genug, ne? Da ist Holz. Ja, so viel ist es gar nicht. Also, dann machen wir hier mal. Noch ein paar Obstbäume hin für ihn. Ist er mal da? Oh, genau. Na los, dann pflanzen wir ihm mal ein paar Obstbäume für die Füße hier. So. Und wir pflanzen hier drüben mal eine Wiese hin für Gras. Für die Sammlerhütte. Okay. Dann kann es dann nämlich vernünftig wachsen. Okay. Ich wollte gucken wegen Wasser, Kinders. Wegen Wasser. Das ist nur Dekos, ne? Stauwehr. Okay. Damit könnte man das Wasser erhöhen irgendwo. Das ist, um einer Trockenheit vorzubeugen, vermutlich. Laterne. Oh, so, guck mal. So, nur noch eine kleine Deko-Laterne einfach nur. Das sind dann die Dinger.
Fackeln brauchen auch nichts weiter. Okay, ist einfach nur Deko. Ein Packstück. Okay, für ein Holz kann man eine Kiste hinstellen irgendwo. Okay, also du kannst schön dekorieren hier. Das ist aber reines Deko-Zeug. So, dann haben wir den Feldweg, Feuerstelle, Strohhütte. Wo ist ein Brunnen? Bereits Ziehbrunnen, da wäre er. Den brauchen wir. Okay. Das wäre dann das nächste Ziel und der produziert dann Wasser. Gut. Also wir haben jetzt ihm... So, wir sehen natürlich jetzt noch nicht, was hier passiert. Das sehen wir erst, wenn der... Wir können aber nebenan gucken. Der hat zwar wenig Nährstoffe, wächst aber normal, hat guten Boden. Hat gutes Wasser. Also wenn die hier gut wachsen, dann wachsen die anderen vermutlich auch gut. Die Nährstoffe selber sind halt alle sehr gering hier in der Ecke. Nicht schlecht, aber halt auch nicht wirklich gut. Na gut. Zurück zur normalen Übersicht. Es ist wieder Nacht. Wir springen bis zum nächsten Morgen. Guten Morgen! So. Alle noch happy? Alle noch gesund? Alle noch okay? Alle brauchen noch Tücher. Aber darum kümmern wir uns hoffentlich heute, denn wir... nicht in dieser Folge. Darum kümmern wir uns an der nächsten Folge, denn es ist mal wieder vorbei. Die Folge ist wieder viel zu lang. Das war's für diese Folge. Wie üblich, wenn es das Video gefallen hat, gerne mit subscriben oder den Rest auf die Wiesel, da gibt's ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns an der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.